Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video zu Rocket League. Heute im Video gucken wir uns wieder mal das Rocket League Reddit an und gucken, ob wir da vielleicht was Lustiges oder Interessantes sehen. In 1,5 Wochen beginnt ja auch die nächste Season. Vielleicht wurde ja auch irgendein Trailer, Teaser, irgendwas gepostet, den ich übersehen habe. Das könnte man dann jetzt nachholen. Und keine Sorge, ab morgen spiele ich natürlich wieder ganz normal. Okay, es läuft Copyright-Musik. Ich packe aber andere Musik drunter, die ähnlich ist, hoffentlich. Also, er hat ein Outplayed. Er hat ein lustig aussehendes Auto. Er hat mit Glück einen zweiten und einen dritten Outplayed. Es ist quasi ein Open Net. Ich frage mich wohl, was jetzt passiert. Ich habe keine Ahnung, was jetzt wohl passiert. Oh, da kommt ein Teammate. Oh, was jetzt wohl passiert? Büm. Teammate hat ihn gesaved. Den Schmerz kennt man, aber ich denke, jeder von uns war auch schon mal auf der anderen Seite, wo man ein sicheres Tor einfach kaputt gemacht hat, weil man halt dachte, ich muss jetzt gehen. Wer lange Rocket League spielt, der wird auf beiden Seiten von diesem Clip einmal sein. Das ist Rocket League. Ich hasse mich. Kommt ein großer Typ, zeigt ihn Rocket League. Wow, ich hasse alle anderen, so viel mehr. Aber es ist leicht, alle anderen zu hassen. Wobei ist es das? Ich denke halt oft, alle anderen in der Runde sind halt Trottel. Aber ich hasse ja niemanden in der Runde. Finde ich, generell Hass ist so ein starkes Wort. Würde ich nicht benutzen, aber ist halt einfach ein Meme. Insane Kickoff-Strategie heißt der Clip. Nicht gehen. Und ein Lucky Team Pinch. Wow. Okay. I mean, auf niedrigem Level kannst du bestimmt das Timing dafür finden. Und das dann jedes Mal hinkriegen von der Position. Wenn du nicht mit dem Team mit absprichst. Also, niedriges Niveau heißt für mich übrigens auch bis Champion. Ich denke, das könnte schon theoretisch klappen, aber da müsste der Gegner halt auch den einfach stumpf in die Mitte hauen. Ja, aber okay. Willst aufgeben? Kein Problem. Es steht 2-2. Wieso will der aufgeben bei 2-2? Er gibt auf. Er gibt auf, wenn die jetzt führen. Oh, nice. Würde ich aber niemals machen, by the way. Weil man denkt, ich bringe denen jetzt was bei über Respekt, den Teammate. Aber eines Tages bist du ja der auch verliert. Bist du ja der sich dann wieder ein Spiel hochspielen muss, aber ich respektiere es, dass er es gemacht hat. Das Trolley-Problem. Das gegnerische Tor ist unverteidigt und dein Teammate hat den Ball. Du kannst nichts machen und dein Teammate treffen lassen. Allerdings, wenn du das machst, kannst du nicht den Ball berühren. Ist im ähnlichen Spirit wie der erste Clip, den wir gesehen haben, ne? Das Reddit hat sich sehr an schlechten Teammates abgearbeitet anscheinend. Meine Bewerbung fürs ALCS-Team. Alright. Gut, was sie nehmen will. Also ein Profi-Team. Er bewirbt sich hiermit für ein Profi-Team. Sound furchtbar laut. Okay, zeig mal. Ja, ist halt ein Platin-1-Spieler, der spielt wie ein schlechter Platin-1-Spieler. Ja, da waren wir alle schon mal. Weiß ich nicht, warum das 4000 Daumen nach oben gekriegt hat. War vielleicht ein schlechter Monat, ich habe keine Ahnung. Goldspieler in Rocket League. Der sieht schon besser aus. Oh, animiert, what the hell? Faking. I got it. Here I go. Come on. Oh! Alright, let's do one. Hey man, good luck, have fun. Das ist viel zu aufwendig gemacht, was? Oh, hey. Holy crap. Wait, did you just speed flip in gold too? Well, I'm div 4, so that could be the difference. Okay. Yeah. Seriously? Like, kudos to you. I know that actually can take some people like thousands of hours to get down. It's pretty insane that you managed to do it in gold too. Crap. What are you doing? This man. Dude, how is everybody else in gold so much better than me? I don't know what I'm doing wrong. Das ist ein Schlumpf. Maybe you're just not doing enough training packs. Ein Smurf. Okay, das mit dem Smurf hat mich gehittet. Well done. Diese Rocket League Comedians, die so Joke-Videos machen, die finde ich in der Regel immer brutal unlustig. Aber das jetzt mit dem Smurf da reingeedit, das fand ich tatsächlich lustig. Es ist eine Frechheit, dass das nicht so viel Daumen nach oben hat, wie dieser Clip, wo der eine einfach reinkackt. Vor allem,
Der hat in 4 Tagen, also dieser schlechte Clip, hat in 4 Tagen so viel Daumen nach oben gekriegt, wie der in 24 Tagen. Obwohl er für diesen Clip wahrscheinlich 15 Stunden, wahrscheinlich nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall Stunden ins Editing gesteckt hat. Und der hat einfach einen schlechten Move gehabt. Fand ich gut. Fand ich gut. Ich spreche jetzt sehr deutsch aus, absichtlich. Retrorad hat das gemacht. Nur 1000 Aufrufe. Ich bin nicht gut in diesem Spiel, aber ich fand das ziemlich smooth. Okay, zeig mal. Ich warte noch, bis es smooth wird. Ja, I don't know. Mein Kopf ist da zu sehr am Denken, okay, du hast das falsch gemacht. Aber im Grunde, ja, ich meine, drin ist drin. Er steht hier halt zu weit vorne, er hat zu viel Speed. Wenn er einfach ein bisschen chillt und ein bisschen vom Momentum runtergeht, kann er ihn wahrscheinlich spätestens hier ganz simpel reinmachen mit einem ganz normalen Doppelsprung. Aber er macht es unnötig kompliziert, muss man sagen. Tor ist Tor. Finde ich aber auch nicht fair, dass das auch fast zu viele Daumen nach oben hat, wie dieser Clip, wo jemand halt eine verdammte Animation gemacht hat. Okay, Zeit zu entspannen. Auch Männer startet ein extrem stressvolles Spiel. Wobei ich muss sagen, ich habe selten gesagt, okay, Zeit zum Entspannen, wenn ich ein Spiel starte. Dass er dann, okay, halt, ich will jetzt besser werden oder okay, ich will Spaß. Valorant oder Rocket League, das sind so die Faktoren. Und zum Beispiel bei Valorant, ich könnte Valorant auch nie alleine spielen. Aber mit jemand anderem ist es einfach nur chillig. Aber gut, ich hab zugehört. Sorry, nice shot. Hör auf, den Ball zu berühren. Ah, er hört auf, den Ball zu berühren. Ah, okay. Er hat den Ball berührt. Und das alles? Eine Runde. Sorry, I'm having a bad day. Ah, entschuldigt sich noch. Was ist denn diesen Monat mit den Clips los? Die sind alle scheiße. Ich habe einen einzigen Post gesehen. Das war der, den fand ich richtig, richtig gut. Aber der Rest war... Nee, stimmt auch nicht. Der allererste war auch gut. Gerade mit der Hintergrundmusik. Wait. Wenn du eifersüchtig auf deinen Freund bist, aber dir nicht das Star Wars Bundle leisten kannst. Der hat oben Iglo... Oh Gott. Der hat oben Iglo drauf. Als Skin hat der... Was ist das für ein Skin? Es sieht aber tatsächlich sehr, sehr identisch aus. R2 Iglo. Beste Ending zu einem 3 gegen 3 Match. Alright. Die liegen hinten. It's up, there's a chance! There's a chance! Get in there! Schreit einer, okay. Keep it up! Oh, it's up! It's up! Keep going! Go! Oh! Oh, die Qualität it's up. Ist so schlecht. It's up! Keep going! Go! Oh! No boost! Oh, keep it up, Fox! To me! To oh Alex. My goodness! Yes! Yes. You hit the crossbar! No! Ja, also leidenschaftlich gelitten hat das unterhaltsam gemacht, den Clip. Apropos Leiden, großes Beileid mit allen HSV-Fans. Ist langsam echt nicht mehr gut, was da mit einem HSV passiert. Aber dann steigt HSV notfalls halt nächstes Jahr mit Schalke zusammen auf. Ist auch ein Deal. Okay, alle drei kaputt. Oh, wait. Alle. What? Ist ja wie so ein Adler runtergerauscht, aber wieso sind die denn alle auf einen Ich sehe 2 Namen. Oh, der dritte ist frisch gespawnt, kann das sein? Dass der gerade spawnt. Nee, der kommt von hinten an. Hä? Ja gut, ganz ehrlich, haben die verdient. Wenn du hier diesen Bildschirm hast, es gibt einen perfekten Winkel und in diesem perfekten Winkel kannst du Boost durchdrücken und dein Wagen bleibt in der Luft stehen. Ich habe das schon mehrmals versucht, noch nie hingekriegt. Da musst du halt niedrig starten mit dem perfekten Winkel oder dann hast du den. Ist gar nicht so leicht, aber wenn man es hinkriegt, magischer Moment auf jeden Fall. Weil hier sind nur Posts, die halt maximal 30 Tage alt sind. Mein letztes Video zu Rocket League ist aber, ich glaube, 37 Tage alt oder so. Also zum Rocket League Reddit. Wie frech die Leute sind mit Clips klauen, ne? Ja, aber ja, gute Ballkontrolle. Ich wäre in der Regel der gewesen, der den Bump macht. Der irgendwas in der Luft versucht, nicht hinkriegt, dann aber noch den Bump macht, da, und sich dann darüber aufregt, dass es, ja, ich wäre der Teammate gewesen. Wenn man einen höher gerankten Freund einen Clip zeigt. What, why are you handing me this? What is this? More trash?
Better be a written apology. Let's see this. Oh. Oh, look how big you are. Oh, this is very nice. Where are we gonna get this frame? Ich liebe das Meme-Format, weil Baby Groot so süß aussieht. What do you mean? I'm mit den. Okay. I don't know. Muss aber auch sagen, der Move an sich hätte niemals ein Tor gegeben. Also von der. Also es ist natürlich falsch, vom Teammate mitzugehen, aber dass der Spieler hier da ein Aerial startet, was einfach nichts nützt. So, er wastet einfach Boost. Also ernsthaft, alle fragen ihn, warum er in der Lobby ist, obwohl er so krasse Mechaniken hat. Weil der keine Spielintelligenz besitzt. Da aus der Situation Erdrilling starten, ist halt nicht klug. Das ist frustrierend. Das Thema ist wirklich frustrierend. Leute sehen halt, ah, guck mal, der kann den Ball kontrollieren in der Luft. Ja, aber du musst doch was Sinnvolles damit anfangen. Seit 2015. Und ich bin gerade mal Platin 1. Bitte was? Also ich kann verstehen, dass man hängt bei einem Rang. Aber mit 11.000 Stunden immer noch im Platin? Du kommst doch aus Platin schon raus, wenn du ein bisschen fliegen kannst und wenn du ein bisschen rotieren kannst. Der Dude hat 115.000 Gegenstände in gebrannten Sienna. Und er will den Titel BS-Mann. Gibt es überhaupt so viele Gegenstände im Spiel? Wenn du realisierst, dass du ein Open Net hast und nur den Ball gerade hitten musst. Aha, okay. Oh Gott, oh Gott. Okay. Gut, das hat mir auch gefallen. Gut, lass uns hier auf dieser Note das Video beenden. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Der Reddit diesen Monat ist ein bisschen schwächer. Muss ich sagen, ein bisschen schwächer, habe ich mehr erhofft. War jetzt in Ordnung. Aber dann würde ich sagen, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin und ciao.